Hallo, da sind wir wieder bei Deponia, um die Sterne vom Himmel zu holen. Und ich habe es tatsächlich nachgeschaut, wie es geht. Und es ist genauso dumm, wie ich es mir vorgestellt habe. Anscheinend... Oder doch nicht? Anscheinend muss man den nur mehrfach anklicken. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Und zwar dachte ich jetzt mit dem Linksklick, aber er hat gar kein Handsymbol. Ich wünschte, es gäbe diese Option. Ja, aber genau, ich wünschte, es gäbe diese Option, weil ich habe nämlich gedacht, diese Option habe ich doch gar nicht gesehen, sonst hätte ich die mit Sicherheit probiert. Aber es gibt die überhaupt nicht, die Handoption. Ich habe jetzt gerade links geklickt, ich klicke jetzt nochmal links. Tja, aber es gibt diese Option. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Mhm. Hm. Das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Stern vom Himmel holen. Check. Das Alberne daran ist, dass diese Option unsichtbar ist. Wenn die sichtbar wäre, dann wäre ich einverstanden mit diesem Rätsel. Aber da die nicht sichtbar ist, wie soll man denn da jemals draufkommen, wenn man dieses Spiel normal spielt? Das ist vollkommen eine Verarsche. Deswegen bin ich eigentlich recht glücklich, dass ich es relativ schnell nachgeschaut habe. Sonst könnte ich hier noch stundenlang rumrennen. Okay. Na, immerhin haben wir jetzt dann bestimmt ein wunderschönes Foto mit der Hand, mit dem Ring, mit allem. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn es mit der Hand gegangen wäre. Das hätte ich doch eine schöne, faire Lösung gefunden. Das wäre genauso dumm, aber wenigstens kann man drauf kommen. Dieses kostbare Schmuckstück hier? Ich habe sie auf Elysium aufgegabelt. Okay. Stern. Stern vom Himmel holen. Check. Bing. Und dann machen wir ein Foto. Und? Mac Chronicle. Ist es jetzt soweit? Ja, los geht's. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ach ja, die Kamera. Und? Ist es jetzt soweit? Ja, geht los. Machen wir noch eins. Kamera bereit. Wunderschön. Und ein Achievement Fotofreund. Hey Jungs, gute Neuigkeiten. Ich habe Pimpi überreden können. Was ist denn hier los? Goal! Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, aber... Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich hab nur den Auslöser. Moment. Das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Wie kommt sie denn darauf, dass sie das sein soll, wenn das so scheiße aussieht? Was? Mac, mach den Kopf zu. Natürlich sollte sie dieses Jahr sein, du aber trotzdem. Du hast recht, liebes Riese. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wo von Heim und Aalen und Kraken, die tief unten am Kaum erkundeten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown, umschifft all das Grau. Vertrauen wir Schnucki. Boat of Love. Boat of schon, Love. Nicht trödeln. Checkst du's noch? It's only wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Aber Moment mal, der Tag wird sich doch wieder wiederholen. Dann können wir das doch einfach nochmal probieren, oder? Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles, um... Junior? Du hast Nerven. Sofort in mein Büro. Zack, zack. Ruhe am Katzentisch. Hier unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus.
Das ist der Dekan. Wie, der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior. Das ist sein Vater oder was? McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich aber nicht. Darf ich vorstellen, mein Dad. Ja, genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, dalli, ab in den Vorlesungssaal. Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Oh, das sieht interessant aus hier. Hallo, Klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Jemand anderes? Wie funktioniert deine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort, so viel ist sicher. Wo ist McChronicle? Ja, McChronicle. Phenomenal. Warum hat Gordon einen Hut auf? Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldika wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heißgeliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachyonverdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Das könnte in der Klausur vorkommen. So, also warum hat Gold jetzt einen Aluhut auf? Das ist doch, kommt doch irgendwie aus dem Nichts. Das heißt wahrscheinlich, dass die Zeit sich auch hier wieder zurücksetzen wird und nur Gold sich an alles erinnern wird. Hier haben wir schon mal was sehr Interessantes. Ein Schnabeltier. Ein gut aussehender kleiner Bursche. Duzi, duzi, tata. Nehmen wir mit. Ein gut aussehender kleiner Bursche. Duzi, duzi, tata. Hey, aus! Ganz schön aggressiv, der Kleine. Hatte bestimmt eine miserable Kindheit. Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusägen. Erschütternd. Kann ich's nicht mitnehmen? Schade. Und mein ganzer Kram ist mal wieder weg, wie immer. Ein Schnabeltierkorb, wofür der wohl gut ist? Na, wofür wohl, Rufus? Wofür braucht man wohl einen Schnabeltierkorb? Na komm schon, rein da mit dir. Och, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. Strom? Eimer. Noch ist hier gar nichts im Eimer. Aber bald wird dieser Eimer gefüllt sein mit den wundersamsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyonverdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Anschlussfrage. Wer mag Klugscheißer? Niemand? Tja, richtige Antwort. Hey, komm, immerhin hat er die Antwort gewandt. So, da muss jetzt ein Schnabeltier ins Laufrad, oder sehe ich das falsch? So, jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich hier drücke, richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon? Der langsam aufgeblasen wird. Nein, überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine Temporal. Ach, das ist wieder schon. Können wir da jetzt den Eimer durchstrecken? Das ist schon anormal genug. Das ist schon anormal genug. Okay. Na, das soll dann da mal ein bisschen laufen und die Temporalanomalie können wir dann immer auch später, Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Wo finde ich noch gleich McChronicles richtige Zeitmaschine? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat... In seinem Shop, alles klar. Aber da darf niemand der Dekan...
Okay, das sind die Informationen, die Sie mir geben. Reden wir mal mit Gold. Ich sollte sauer auf Sie sein, aber Sie entwickelt immer diese niedliche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, wenn sie trotzig ist. Gold, was machst du denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung. Aber das kannst du nicht tun. Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wiederherzustellen. Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke, nein. Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent. Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Dreimal darfst du raten. Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt, damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist. Vielleicht müssen wir den ihr noch abnehmen. Das geht ja wohl nicht, dass sie sich daran erinnert, was für ein Idiot wir sind. Raus oder hoch? Denkt daran, beobachtet die Anomalie, macht euch Notizen und gebt mir eine gute Bewertung bei meinprof.org. Meinprof.org, jawohl. Oh. Irischer? Was? Sensei? Soll das nicht Sensei heißen mit E? Oder was ist ein Sensei? Pinata, Schrottballstudent, Hörsaal, Fawn. Also. Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht, Taugenicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topfschlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh, keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Das ist wahr. Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Um Arsch. Ja, da oben ist ein Schnabeltier, ein süßes. Und was ist das denn hier, eine Ziege? Wo knabbert die denn da dran? Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Hey! Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt... Sondern da... Nein, aber... Klar. Okay. Mir eine Pinata, wir haben das Labor. Da wollen wir doch rein, dann. Oder ist das nicht der Schuppen von... McChronicle? Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Dann gehen wir mal nach vorne. Hinten habe ich hier aber einen Hebel gesehen. Den möchte ich unbedingt ziehen. Fotos von Baby-Wombats, Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Romantic Ninja? Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Der Teil des Rätsels war leicht. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Okay, den finden wir schon. Schalter. Die Ziege ist frei. Und knabbert an der Flagge. Ach so, verstehe. Hier geht es zu den drei Fragezeichen. Und hier geht es zurück nach hinten. Was haben wir denn hier unten? Ach so, Moment mal. Unkraut. Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedeiht. Ja, welche Pflanze mag das nur sein? Das ist ja mysteriös und gehört da mit Sicherheit nicht hin. Das nehmen wir mal lieber mit. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Die Pflanze riecht nach Lonzo... Gut. Das scheint das Unimaskottchen-Fach. Die Ziege ist an der anderen Flagge. Ich weiß noch nicht genau, was sie uns bringt. Bist du vielleicht Romantic Ninja? Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Stör ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag. Ach, der ist blind. Jetzt sehe ich erst. Ist er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Das habe ich noch gar nicht erkannt, dass er hier.
ein Blindensymbol am Arm hat und wohl blind ist. Ich sehe nämlich nicht genau, was mit seinen Augen los ist. Der andere hat natürlich die lustige Maske auf. Können wir da runter? Nein. Dann gehen wir halt mal da rein. Oh Gott, der hat die Eselskappe auf. Was hat er nur angerichtet? Da hinten ist ein Schalter. Das ist doch eindeutig ein Schalter. Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los, hoppidi-hopp. Pausenglocke läuten. Alles klar, alles klar. Das habe ich verstanden. Gibt's hier noch was? Schwarzes Brett, Schalter nach hinten. Und drexikanische Pinatas. Okay, dann müssen wir also die Uhr voranbringen. Damit das hier was wird, vermute ich. Das ist doch ein Schnabeltier im Glockenmechanismus. Hey, ich habe das Gerüst gefunden. Was? Welches Gerüst? Und was war das für ein Achievement? Wie bitte? Dieses Achievement habe ich mir mehr als verdient. Was für ein Achievement ist das? Dieses Achievement habe ich mir mehr als verdient. Verstehe ich nicht. Soll ich das verstehen? Komm, Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Na, magst du nicht den Käfig? Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Aber wie jeder weiß, stehen Schnabeltiere auf uns. Ich zweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Ach, Mist. An irgendjemanden erinnert es mich. An meinen Steuerberater? Ich brauche wieder einen... Hey, Regenrinne. Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Wie? Ich will das doch noch nicht reinstopfen. Ich möchte das auffüllen. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Ich wollte es nur auffüllen. Na gut. Ihr Studenten, erzählt mir doch was. Sind die unterschiedlich? Kann ich mit denen reden und was anderes erfahren? Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbt. Wie lange dauert es da? Was? Das ist es. Uhr bis 8, das haben wir schon mal erfahren. Deswegen habe ich das jetzt gerade übersprungen. Versuchsaufbau, Laufrad. Kann ich das Schnabeltier aus dem Laufrad wieder mitnehmen? Er ist noch nicht fertig. Er braucht nur etwas Motivation. Motivation? Okay. Anomalien. Das ist schon anormal genug. Vielleicht ist einer von denen Romantic Ninja. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht. Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden. Denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja, wir können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Ach ja. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Aber die anderen haben es ja gar nicht so sehr kommentiert. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus in einen rotzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Wie bitte? Was? Altes Brot? Moment. Vielleicht hilft da eine Zeitanomalie. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Oh ja. Altes Brot, das ist ja schon grün. Und sowas essen Schnabeltiere? Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Also, wir haben einen Schnabeltierkorb mit Köder. Den wir geschickterweise hier oben platzieren.
Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und jetzt haben wir ein zweites Schnabeltier, mit dem wir rein gar nichts anfangen können. Achso, Moment, doch, natürlich. Das hier braucht ein bisschen Motivation, um schneller zu laufen. Damit die Zeitanomalie uns alle umschlingt und die Uhr vorangeht. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Fluge. Moment mal, meine Hanne. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbisswalküre. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbeute, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Oh Gott, diese Namen. Yippie, Schule ist aus. Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erledigen können. So, jetzt ist aber genug hier. Und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus Ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Oh, okay, dann, da die Zeit so schnell vergangen ist, ist, glaube ich, Schluss mit dieser Folge hier. Bis dann, tschüss.